willkommen zum neuen Video. Ich bin jetzt hier bei der E112 in Dadesheim. Die E115 wird gerade repariert. Da ist gerade ein Seil. Nicht wundern, wenn irgendwelche komischen Geräusche sind. Das schlägt gegen den Turm, das Seil. Die haben gerade Ersatzteile runtergelassen. Alte. Und das Seil ziehen jetzt wieder hoch. Das schlägt jetzt gegen den Turm. Hier stehe ich jetzt unter der E112. Die ist von 2006. Die Anlage ist genauso alt wie ich. Und hat so einen lustigen... ja, also wäre es Metall, würde ich sagen, MST-Turm, aber das ist halt dieser Schalenbauturm. Ja, richtig fette Anlage. Einmal war ich hier schon und die Anlage ist richtig fett. Auch hier auf dem fetten Podest. Es hat sich zugezogen. Kann sein, dass es gleich regnet. Da muss ich kurz abbrechen. Muss ich kurz ins Auto, dann geht's weiter. Es sind aber nur ein paar Wolken. 135 Meter Nabenhöhe müsste die haben. Die hat zwei Eingänge, die Anlage. Hier ist der zweite. Lustig. Jetzt kann ich euch mal den genauen Standort zeigen, wo die gestanden hat, die Lagerway. Da fahre ich auch gleich nach hin. Da sind ein paar Büsche da bei der Straße und da stand die. Werde ich gleich hinfahren. Das Fundament muss noch da sein, weil da hat sich nichts getan, vermute ich mal. E112, mega Anlage. Ich habe jetzt schon 1, 2, 3, 4. Wibbelsumer Polder standen ja mehrere, also ungefähr 4 Anlagen und heute werde ich noch die 5. sehen und die erste in Egeln. So, das Kabel ist jetzt oben wieder drin in der Anlage, unten steht ein und es wird langsam richtig ungemütlich und kalt. Wir haben es 11.21 Uhr und es wird richtig ungemütlich. Hier haben wir eine E82 auf 138 Meter. Haben wir noch E70, noch eine E82, E82 auf 108 Meter, die E53, noch eine E82, E66, E115, E112. Dann war ich da eben bei der E101, da hinten stehen immer noch die E92. Hier ist die schöne Reihe. Mit den ganzen Anlagen richtig geil, mega. Ich finde diese Anlage so geil, den Windpark finde ich so geil. Ja, ich gehe jetzt mal hier aufs Podest. Es sieht erstmal wenig aus, aber hier kommt man gar nicht so einfach hoch. So, jetzt bin ich oben. Interessanter Turm, rote Markierung. Die in Egeln hat ja keine rote Markierung. Die ist komplett weiß. Und jetzt wird es wieder richtig windig. Anlage. Da hinten kann man noch richtig weit gucken. Es sind überall Windparks. Aber genaue Informationen weiß ich jetzt auch nicht. Da hinten ist ein ungefähr Vestas Windpark, ist das. Ja. Die Anlagen machen ganz schön Krach. Da hinten habe ich schon gedacht, die Mikon steht nicht mehr, aber die Mikon dreht sich fleißig, die 1050er. Ja. Gleich geht's in die Mitte, wo noch Flügel liegen. Das ist ein richtiger Lost Place da. Und da fahre ich gleich noch hin. Da laufen halt die Enercon-Leute rum an der E115. Mit roten Spitzen. Keine Tagesbefeuerung. Interessant, die Anlage. Interessant. Und jetzt gehe ich wieder in den Wind. Jetzt mal wieder runter von diesem Podest.
die Reihe hier mit den vier Anlagen ist halt alles neu von 2016. Hier gab es dann die Powering von Lagerway 30. Lagerway 30. Kaviar, weiß ich nicht. Vier Stück kamen weg. Und noch Mikon, da kamen drei weg. Eine steht davon noch. Also richtig geiler Windpark, was jetzt 2016 abging. Mega. Und der Turm ist gar nicht mal so fett. Also kommt der mir von der E101 fetter vor. Und die Sonne kommt raus und es regnet. Was? Hä? Okay, es regnet und die Sonne ist jetzt da. Bruder, perfekt. Und die Sonne ist wieder weg. Jo. Gut. Also die Anlage, die sieht aus, als ob die auf 100 Meter ist. Weil die so ein riesen Maschinenhaus hat, kommt es mir halt so vor, als ob die auf 100 Meter steht. Aber sind halt auch schon, ne? 135 Meter ungefähr. Schreib's doch rein, wenn ich es irgendwo rauskrieg. Und diese Schalen, dieser Betonschalenbau, ist halt auch richtig aufwendig. Das letzte Mal gab es das ja auch, glaube ich, in Hamburg war das, glaube ich, das letzte Mal. Da haben die N117 auch so Schalendinger gebaut. Also Schalenbau. Haben halt diese Schale drauf gemacht, diese Form, und dann in Beton reingegossen. Aber auf 135 Meter will ich das nicht machen. Das ist ja halt so eckig, das ist diese Schalenbauweise. Mega geile Anlage. Ja, es regnet. Ich gehe jetzt mal weiter zu dieser Mitte, wo Mikon-Flügel noch liegen und ich glaube auch von den Lagerway. Lasst ein Like da, Abo da lassen, Glocke aktivieren fürs nächste Video und wir sehen uns. Ciao.